kuriose Gesetze. In Kentucky dürfen Frauen nicht mit Badeanzug auf die Straße gehen. Es gibt aber Ausnahmen. Wenn sie weniger als 42 Kilo wiegen oder mehr als 92, ist es okay. Und wenn sie bewaffnet sind. Ach, in Kentucky wird der Sexismus gelebt. Und die Angst, deswegen erschossen zu werden. In England muss sich jeder Junge ab 14 Jahren 2 Stunden die Woche von einem Geistlichen im Bogenschießen unterrichten lassen. Das Gesetz ist natürlich schon 2-3 Jahre alt oder auch ein bisschen länger und kommt heute natürlich nicht mehr zum Einsatz. Warum schafft man solche Gesetze da nicht ab? In Chicago ist es illegal, im Pyjama fischen zu gehen. Naja, dann gehe ich halt nackt. In Großbritannien ist es illegal, am Weihnachtstag Mincepie zu essen. Lustigerweise ist in UK genau das ein typisches Weihnachtsessen. Was bedeutet, dass die meisten sich da überhaupt nicht dran halten. In New Hampshire darf man seine Klamotten nicht verkaufen, um seine Spielschulden zu begleichen. Ich würde gerne meine Hose verkaufen. Um was haben sie gewettet? Dass mein Kumpel aus China sich nicht traut, eine Fledermaus zu essen. Ja, ich hab verloren. Wer in Indiana Knoblauch gegessen hat, muss 4 Stunden warten, bevor man wieder legal ins Theater darf. Okay, ganz ehrlich, das verstehe ich irgendwie. In Pittsburgh ist es illegal, in einem Eisschrank zu schlafen. Pennt da jemand im Eisschrank? Nee, ich bewahre nur eine Leiche auf. Was? In Turkmenistan ist es verboten, Playback zu singen. Alle meine Händchen! Meine Fresse, klingt das scheiße. Aber die Lyrics sind echt tight. In Waynesboro, Virginia ist es Frauen noch immer verboten, mit dem Auto auf der Hauptstraße zu fahren. Herr Bürgermeister, mir ist aufgefallen, dass Frauen bei uns noch immer nicht auf der Hauptstraße Auto fahren dürfen. Frauen? Muss denn irgendwo geputzt werden? Da fällt mir auf, ich hab Hunger. Ich kündige. In Massachusetts ist es verboten, schlafen zu gehen, wenn man vorher kein Vollbart hatte. Was machen Sie denn hier? Allgemeine Vollbartkontrolle. Waren Sie heute schon baden? In Russland ist es seit 93 nicht mehr erlaubt, Bienen und Wespen zu töten. Außer in Notwehr. Naja, macht ja schon Sinn, oder? In Vermont ist es illegal, die Existenz Gottes zu leugnen. Ich bin Atheist, nach Vermont gezogen. Seitdem lebe ich hier. In Carrizozo, New Mexico, ist es Frauen streng verboten, in der Öffentlichkeit mit Damenbart oder unrasierten Beinen zu erscheinen. So, meine Damen, Beinhaarkontrolle. Mädels, lauf! In New York können Selbstmörder, die von einem Hochhaus springen wollten, zum Tode verurteilt werden. Sie wollten also von einem Hochhaus springen, wurden aber aufgehalten. Richtig. Verurteilt zum Tode. Woohoo! In Leicester, England durften Juden bis 2001 weder ein Haus bewohnen, noch kaufen. Inzwischen wird auf das Gesetz zwar verzichtet, komplett aufgehoben wurde es aber nicht. Das ist krass. Like und folgt mir für mehr.